der fehlenden linken Hand geboren worden. Also es hat sich während der Schwangerschaft die Nabelschnur um meinen linken Arm umgewickelt. Und dadurch ist die Versorgung nicht mehr gewährleistet mit Blut und Sauerstoff. Und mein Körper hat sich dann entschieden, den Arm wieder zurückzubilden. Darum habe ich jetzt nur noch einen Stumpf. Ich hatte einen Verkehrsunfall vor über 10 Jahren. Und dort war ich auch am Heimfahren mit dem TÜV. Und ein älterer Herr ist dann eingeschlafen und ist Sekundenschlaf und ist dann nämlich innentonner von der Seite. Ja. Dann bin ich halt im Spital aufgewacht und der Fuß ist halt weg gewesen. Und da hatte ich noch Wunden und ja, sie haben dann versucht, das Knie zu retten. Ja. Das wäre dann schon noch vorteilhaft gewesen, wenn ich dann noch das Knie hatte, aber es ist dann einfach zu viel. Die Infektion und so ist einfach zu vorgeschritten gewesen und dann mussten sie es amputieren. Mit der Zeit merkt man, okay, es gibt noch Sachen, die man machen kann. Ich kann immer noch Velo fahren, schwimmen. Meine Hobbys kann ich immer noch machen. Wenn man mal drin ist, tut der Körper Endorphine freisetzen, dass du da Schmerzen lindern. Und ja, es macht einfach glücklich, sich zu bewegen. Ich kann jetzt aber anfangen zu tauchen. Man kann sich in 3 Dimensionen bewegen. Das ist mir ja einfach andere Hobbys gefunden. Der Hauptmangel ist bei mir einfach der Komfort. Das ist das Schlimmste an der Prothese. Weil sie, wenn ich sie lang trage, fängt sie an Schmerzen. Ich kann sie einen Tag, vielleicht den ganzen Tag tragen. Ab und zu ist schon nach einem halben Tag, weil ich vielleicht mich viel bewegt habe. Dann hast du vielleicht am Rand da irgendeine Reibung, Druckstelle und dann wird es dann ein bisschen zur Qual. Ich muss irgendwo stehen und arbeiten, dann brauche ich Prothese und dann muss ich irgendwo drauf rennen, dann habe ich Rücken und und irgendwo muss ich dann lange noch länger vielleicht sitzen und irgendetwas noch hantieren und dann ist der Rollstuhl dann am besten. Bis ich wirklich mich wohl gefunden habe, ist schon wirklich lang gegangen. Es ist schon anstrengend gewesen. Es war schon Up und Downs gewesen am Anfang. Und dann habe ich dann eben meine Strategie müssen finden. Es ist dann wie man, wenn man trainiert, irgendwann kann man es besser und besser, bis man dann eine Lösung findet. Methode, die dann funktioniert. Du bist wie so ein Bildhauer eigentlich an deinem eigenen Körper und willst dann das erreichen. Und es geht viel auch um Ästhetik. Es sind verschiedene Aufsätze, die ich austauschen kann. Also auch während ich jetzt im Krafttrainingbetrieb bin, je nach Übung, kann ich mich zum Beispiel mit dem Haken, den ich drin habe, kann ich mich neu mit einhängen oder etwas einklemmen. Und der andere Aufsatz ist sogar speziell für das Krafttraining entwickelt worden. Da kannst du Handelgewicht einklemmen und er ist auch sehr robust und da kannst du wirklich ernste Kraftübungen machen mit dem. Ich habe mich eigentlich bewusst dafür entschieden, keine Prothese im Alltag sonst zu verwenden, weil es halt immer noch einfach ein Fremdkörper ist und ich halt schon seit klein auf gelernt habe, damit umzugehen und halt vieles einfach mit Recht zu machen. Man muss natürlich sehr aufpassen, aber ich schaue auch, dass ich meistens schneide, wenn ich keinen Stress habe. Ich glaube, die meisten Unfälle passieren, wenn du schnell etwas machen willst oder schneiden. Und darum kann ich eigentlich wirklich sagen, dass ich mich noch nie geschnitten habe. Wirklich. Mehrere Sachen gleichzeitig tragen oder vielleicht auch so ein Bettlaken auf das Bett ziehen, das ist dann auch ein bisschen schwieriger. Einfach, es gibt so gewisse Situationen im Alltag, wo mich jetzt nicht nerven, die aber einfach länger dauern als bei anderen, wo du dann halt einfach die Zeit nehmen und einplanen musst.
Oder eben auch so viele feinmotorische Sachen, wie zum Beispiel Münzen aus einem Portemonnaie rausnehmen und abzählen. Gerade auch, wenn du jetzt irgendwie unter Druck bist, weil irgendwie mehrere Leute hinter dir stehen. Das sind dann so Sachen, wo du dann denkst, so, ein bisschen schneller sein da in diesen Situationen wäre jetzt nicht schlecht. Aber sonst sehe ich es eigentlich wirklich als Geschenk in meinem Alltag. Ich probiere einfach gerne aus und bis jetzt habe ich eigentlich noch fast immer einen Weg gefunden, wie ich es dann machen kann. Ich bin halt mehr ein Macher. Ich schaue dann einfach, wie das für mich funktionieren kann.